Hey na, was geht? Willkommen zurück hier zu Dungeon Tycoon. Da schlummert er. Der Dark Angel. Jo, beim letzten Mal haben wir ja hier ordentlich umgebaut und wir haben so einen kleinen Raum gebaut, in dem man quasi Tränke kaufen kann. Wir werden, um Geld zu machen, mehrere solche Räume bauen müssen, wahrscheinlich sogar. Aber lass mal erstmal schauen. Tränke verkauft, 10 von 17 Besucher respawnen. Wir arbeiten uns ja jetzt gerade bei der Erforschung in Richtung Respawn-Podest. Das ist sogar das, was wir gerade erforschen. Da brauchen wir 40 Besucher. 18 bekommen wir diesen Tag, also es wird eine ganze Weile dauern. 940 Tacken haben wir. Das heißt, wir können uns an einen neuen Raum machen, Freunde. Und ich denke, es wird so ein Raum hier werden. Ich versuche natürlich zu überlegen, wie wir die Zukunft planen. Du und ich, mein Schnucki. Wir werden natürlich nicht immer jedes Feld füllen können, so viel ist klar. Wir werden auch da mal so Zwischenräume haben. So, wir bauen das. Das sieht doch ganz gut aus. Zumindest haben wir da schon mal einen Raum. Das heißt, wir wissen, wo die Reise hingehen wird. Das war's dann aber auch mit unserem Gold. 140 haben wir noch. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier eine Truhe hinmachen. Denn wir hatten ja hier lange Zeit keine Truhe mehr. Wo man was bekommt. So, ein Monster-Spawner oder irgendwas können wir nicht machen. Wir könnten unseren Schleim verbessern. Aber bevor wir Monster verbessern weiter, würde ich doch erstmal darauf hinarbeiten, dass wir mehr Monster bekommen. Monster Variety! Um es mal auf International zu sagen. So, erste Besucher, Albert Jackson, Waldläufer. Stufe 1. Und ich denke mal, der Schleim wird jetzt nicht ein großes Problem für ihn sein. Wir begleiten Albert Jackson mal. Hat auf jeden Fall schon mal 20 Gold gelootet. Jetzt sind es 30 und da ist der Sack voll bei ihm. Hat sich einen Heiltrank geholt. Kämpft sich jetzt gegen den Kriecher durch. Verliert aber ganz schön Leben. Holt seinen Heiltrank jetzt schon raus. Naja, der Kriecher ist auch Stufe 2, ne? Das darf man nicht vergessen. Hier, also Jackson ist jetzt auch auf Stufe 2. Ich fände es immer noch geil, wenn die Monster halt so Rüstungssachen droppen lassen würden. Und die das aufsammeln und anziehen. Das wäre richtig geil. Wo geht er denn hin? Was ist mit ihm los? What? Was war denn mit ihm los auf einmal? Wait, der ist hier reingegangen und hat direkt gesagt, Alter, Tschüssikowski, ich mache Abflug. Besucher töten, 17. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verwirrt von Albert Jackson.
Wir haben gesehen, wie er den Wolf getötet hat und dann ist er einfach abgehauen. Wenn er noch länger drin bleibt, muss er auch gegen Dark Angel kämpfen. Aber ich glaube, der haut ab, noch bevor der spawnt. Yes! Also ganz ehrlich, Albert Jackson ist ja ein weirder Typ, oder? Ich meine, er wird langsam müde. Zumindest hat er den Dungeon absolviert und er ist komplett glücklich, so wie es aussieht. Wenn er glücklich ist, dann bin auch ich glücklich. Dark Angel bekommt sie von allen Seiten besorgt, so wie er es mag. Ist einer gestorben. Hey, wir sollen ja Leute töten. Ich glaube auch, das ist der bestbesuchte Trankspender hier. Wow! Überleg mal, einfach ein Schleim Stufe 1. Hat da einen Helden weggeklatscht. Ich habe leider nicht gesehen, ob der Held schon irgendwo anders unterwegs war. Oder ob der da gerade reingekommen ist. Ich glaube nicht, dass er hier frisch reingekommen ist und dann einfach gegen den verloren hat. Das wäre schon. Also das wäre schon sehr seltsam. Der letzte. Leopold Schneider. Gerade frisch aufgestiegen, so wie es aussieht. Und kann hier einfach rausspazieren. Ja. Ich würde sagen, unsere Monster haben wieder volle Arbeit geleistet. Ich bin sehr, sehr stolz auf alle, die hier so fleißig mitarbeiten in unserem Dungeon. Ja, Zufriedenheit 47%. Ey, 5 tot. Wie sieht denn das generell aus? Todesquote ist 23%. Also wenn wir immer im unteren Drittel bleiben, dann wissen wir ja, dass wir gut gewirtschaftet haben. Einen kleinen Schluck auf. Alright. Wir wollen natürlich auch hier einen Monster-Spawner reinmachen. Den man nicht mittig setzen kann. Also das ist ja. Das triggert mich jetzt auch irgendwie gar nicht. Monster anzeigen. Hallo? Okay. Wir brauchen ein neues Monster. Also das ist ein Kriecher. Das war die Riesenratte. Was ist das? Ist das der Goblin? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Kobold. Okay, wir merken uns die Riesenratte. Okay, nice, Alter. Ein Kobold. Wir wollen ja immer mehr Monster töten, deswegen klatschen wir jetzt den Kobold hier einfach mit rein.
Und gucken uns direkt den nächsten Tag an. Denn wir wollen ja sowieso unseren Spawnpunkt auch setzen. Sieben Angriff, 24 Leben. Hat also ein bisschen mehr Leben als der Schleim. Und auch ein bisschen mehr Angriff. Aber wir sehen es mittlerweile, kommen hier direkt am Anfang schon zwei Helden einfach rein. Und das war's dann. Mit dem Arschkobold. Cool. Ja, müssen wir darauf hoffen, dass wir jetzt ordentlich Geld bekommen. Wir brauchen natürlich wie immer eine Tür. Wir brauchen ein bisschen Einrichtungsgegenstände. Und müssen wir mal gucken, wie wir generell den Wegflow dahin machen wollen. Ich würde davon absehen, jetzt hier eine Tür zu setzen. Ich will hier hinten auf jeden Fall eine Tür setzen und das war's dann auch erstmal. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall irgendwo auch mal so Zwischenräume haben, wo wir wahrscheinlich keinen Raum hinsetzen können. Es wäre natürlich cool, wenn es noch kleinere Räume als das geben würde. Da könnten wir zumindest da so ein... Kann man ja nicht viel reinsetzen, aber zumindest irgendwie zwei Türen, dass man zwei Räume miteinander verbindet. Und einen Automaten oder so, das ist doch schon was. Mensch, da hat aber Friedrich Weber gerade den Glück seines Lebens gehabt. Habt ihr das gesehen? Dark Angel hatte den eigentlich schon fertig. Eigentlich schon fertig gehabt. Aber dann kam da ein Krieger rein und hat einfach komplettes Aggro auf sich gezogen. Ich spiele ja Fury Warrior in WoW, falls ich es noch nicht ungefähr 5000 Mal erwähnt habe. Deswegen, ich kenne mich aus mit Aggro ziehen. Dem Tank Aggro wegziehen. Aber es scheint doch alles ganz gut zu funktionieren. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt viel mehr Tode als sonst. Der Kobold sieht cool aus. Ist auch nicht wirklich ein Kobold, um ehrlich zu sein. Das war knapp. Hol dir einen Heiltrank, was ist denn mit dir los? Bist du... Wolfgang, das überlebst du nicht. No way! Hol dir bitte einen Heiltrank! Meine schwachen Nerven halten das nicht aus! Du hast quasi 1% Leben! Never kommt er durch den Dungeon. Never. Ey, der hat so ein Glück. Gerettet durch das Ranker. Wolle Weber, Alter. Ja, wir machen ganz gut Geld mit den Automaten hier. Mich würde mal interessieren, in welchen... Tötung gestern... Ich habe gerade so ein bisschen geguckt, ob man... Hier in der Goblinhöhle ist einer gestorben, Wolfsgrube einer und Kriecher einer. Und Eingang einer, also am vorigen Tag.
Das ist also nicht so, dass wir sagen können, ja, ja, Hotspot ist halt, dieser Raum ist ein Problem oder irgendwas. Ich bin gespannt, ob die jetzt schon sagen, hey, ich wünschte, ihr könnt mehr Monster töten. Beehren Sie uns bald wieder! Unglaubliche Beute. Was für ein prestigeträchtiger Dungeon. Ja. Ja, das ist er. Okay. Machen wir hier eine Holztür rein. Wir haben ja nichts anderes. Dann Lichtquellen. Fast komplett erleuchtet. Okay. Wir holen uns unseren Monster-Spawner. Dann wollen wir natürlich das ist zu teuer. Okay, können wir denn dekomäßig irgendwas? Wow. Naja, noch ist nicht aller Tage Abend, Freunde. Okay, und eine Sache wollte ich gucken. Täglicher Durchschnitt, das macht hier 50. Das macht 50. Das macht 46. Lass mal den aufweitern. Okay, wir haben die Qualität des Händlers verbessert. Worin sieht man das? Daran siehst du es nicht. Da steht halt bloß verbessert. Und weiter an 5. Das sind auch 5. Okay, aber die kosten jetzt ein bisschen mehr. Alright. I guess. Dann machen wir das hier auch gleich einmal. Sterben tun ja eh genug Leute bei uns. Also von daher passt das schon. So, wir gehen direkt den nächsten Tag an, Freunde. Heute geht das Schlag auf Schlag hier, denn wir wollen den Respawner. Die Frage ist, können die sich das jetzt überhaupt im ersten Raum schon leisten? Nee. Ich glaube, wir sollten den Energie... Naja, wir haben ja hinten auch nochmal einen. Aber es ist interessant zu sehen, dass sie auf jeden Fall einen Lebensteil gegenüber einer Energiespende priorisieren, was ja auch Sinn macht. Ich muss sagen, das ist immer noch verdammt funny zu sehen, wenn man sich das so anguckt, einfach.
glaube, jetzt gleich der erste in den Koboldraum. Mir ist eine Sache aufgefallen. Wenn die hier reinkommen und hier kämpfen und sich durch diese Räume durcharbeiten, die gehen dann in den Raum rein und dann entweder zu Dark Angel oder hier unten in den Trankraum. Wenn die aber schon in diesem Raum hier waren und sich einen Trank geholt haben und dann irgendwo weitergehen und dann wieder quasi, also alle Räume sich angeguckt haben und nach Hause wollen, laufen die ja rückwärts dann da raus. Jetzt ist der Punkt. Die laufen aber nicht nochmal in diesen Trankraum. Das heißt, die haben gar keine... Die haben gar nicht irgendwie irgendwas, was die so ein bisschen anspornt, sich dann vielleicht doch nochmal einen Trank zu holen. Ja, mittlerweile ist das hier ohne Massenschlägerei geworden, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, man kann auch einfach hier eine Tür bauen und dann würden die, wenn das der letzte Raum ist, in den die reingehen, einfach hier den Dungeon verlassen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube nämlich, Beute von Monstern, die gekillt wurden und in den Truhen landen, wie das jetzt hier zum Beispiel, 20. Okay, das plündert er jetzt natürlich. Aber ich glaube halt, Beute, die in den Truhen ist und dann nicht geplündert wurde, ich glaube, das geht an uns, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich habe gesehen, die haben auch eine Roadmap zu dem Game. Und da stand irgendwie neue Klasse Priester. Ich bin mal gespannt, wie das dann ablaufen wird. Ja, dann hat man auf jeden Fall auch Heiler, die hier unterwegs sind. Aber was passiert, wenn der Heiler der letzte ist, der da durch den Dungeon läuft? Ich meine, ein Heiler kann auch DPS machen. Aber... Okay, das war's. Damit haben wir auch diesen Tag abgeschlossen, liebe Freunde. Und dann können wir mal gucken, wie teuer dieser Spawner ist. Du hast das Respawn-Podest freigeschaltet. Platziere es in deinem Dungeon, um Helden einen weiteren Respawn-Punkt zu gewähren. Einen weiteren? Okay, die Fallen interessieren mich erstmal gar nicht so. Holzdekoration. Ich glaube, Holzdekoration interessiert mich von den Sachen, die es hier gibt, momentan am meisten. Alright. Respawn-Punkt. Schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir. Holy Smackaroni, Alter. Okay, das ist auch so ein kleines Teil nur. Ja, sollten wir auch so einen Respawn-Raum bauen. Das Gute ist, dass wir jederzeit einfach alles moven können. Das heißt, egal was wir bauen, das ist ja nie so, dass es vergebens ist einfach. Eine Feuerfalle zum Beispiel können wir bauen.
Das können wir uns eh nicht leisten. Okay, aber ein 8x8 war das. Wir starten einfach den nächsten Tag. Wir brauchen ein bisschen Geld, Freunde. Ein bisschen in Geldnot. Ich habe gerade ein bisschen in mich reingegähnt. Habt ihr das mitbekommen? Das war ein langer Tag für mich. Aber ich habe mich den ganzen Tag auch so gefreut, mit euch hier ein bisschen aufzunehmen. Immer noch ein bisschen eng bei mir. Zeitlich. Aber das hier mit den zwei Projekten, das geht einigermaßen klar. Aber wie ich euch ja schon gesagt habe, es wird halt Tage geben, wo dann halt nur das eine Projekt kommt und dann am nächsten Tag kommt dann das andere Projekt nur. Das wird definitiv passieren. Und es wird auch immer mal leider passieren, dass mal an einem Tag nichts kommt. Es wird nicht mehr so schlimm sein. Das ist eigentlich was für ein Infovideo, aber ich wollte es nur gesagt haben, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt leider ein paar Monate war, dass halt manchmal auch irgendwie in einer Woche nur zwei Videos kamen. Das kriege ich wieder deutlich besser hin. Da habe ich wieder viel mehr den Kopf frei. Gleich brennt einer. Wir haben doch nach Licht gefragt. Da haben sie Licht bekommen. So, wie sieht's denn mit unseren Quests aus? Einer muss noch sterben, dann haben wir die Quest erledigt, Freunde. Ich glaube, der gute Gunther Wolf ist der nächste, der drauf geht. Jo, da ist er auch schon drauf gegangen. Besucherempfang. 17 Besucher an einem Tag. Ein riesiges Gemälde haben wir freigeschalten. Nice. Und nicht nur das riesige Gemälde, sondern wir bekommen ja jetzt auch gleich... Oh, ich glaube, wir müssen mal gleich die Todesquote angucken. Ja, ich sehe schon, die sind alle total Fan von unserer Feuerfalle. Da freuen die sich alle drüber. Da sind die alle Feuer und Flamme für. Ich glaube, damit haben wir aber auch direkt einen neuen Rekord an Todesfällen. Müssen sie einfach mehr Tränke kaufen. So einfach ist das. Oh, Dark Angel zerfetzt hier ein. Wo sind wir diesmal tatsächlich etwas zu weit gegangen, Freunde?
glaube, das sind 11 Leute gestorben. Sehe ich das richtig? Waren wir nicht bei 20? Bei 20 Seelen und jetzt sind wir bei 31? Oh oh. Regal und ein Fass. Oh shit, da stand's gerade. Oh, Lichtquellen neue. Lagerplatz. Das ist der Platz zum Ausruhen. Davon hatten wir doch schon mal gesehen, dass da irgendwie... Das ist das riesige Gemälde. Also ganz anders als das breite Gemälde, was zwei breit ist, ist das riesige Gemälde zwei hoch. Dann haben wir jetzt noch ein Regal bekommen. Cool. Und ein Fass, da können wir eins aufmachen. Alrighty, alrighty, alrighty. Tötung gestern 0? Achso, weil ich noch nicht den neuen Tag gestartet habe. Ich bin jetzt am überlegen, wie wir das machen mit den Räumen. Ich würde gern so ein 8x8. 8x8 ist die Größe, ne? Ja. Ein 8x8. Hier hinsetzen. Ich bin am überlegen. Wait, warum ist das eine ungültige Position? Ach so, weil man dann keine Tür dahin machen könnte. Verstehe, verstehe, verstehe. Mich triggert das alles so ein bisschen, weil wir nichts mittig packen können. Wie groß ist nochmal der Respawn-Punkt, Freunde? Das war hier, ne? Das sind 2x2. Ich würde gern Raum bauen für den Respawn. Ich bin da halt am überlegen, also es macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir den hier drüben hinstellen. Es macht am meisten Sinn, wenn wir den hier so hinmachen. Deswegen denke ich halt hier. Ja, fuck it. Wir können ja schon mal eine Tür hinmachen, auch wenn wir da momentan einfach nichts, also wirklich gar nichts reinmachen können. Moment. Ey, besser als nix. Wir müssen Geld verdienen. Kapitalismus. Alright, ich würde sagen, wir starten einfach einen neuen Tag. Wir bekommen dann ja auch den Lagerplatz. Und dann irgendwann können wir uns mal genau Gedanken machen, wie wir dann unseren... Ey, ich habe so einen Muskelkater überall... Wie wir denn unseren Dungeon aufbauen wollen.
finde, momentan haben wir noch einen ganz guten Flow. Also es geht hier nach drüben und dann geht es hier nach unten. Ne, es muss jetzt nicht ein Schlauch sein, aber ich hätte gern schon, dass das so ein bisschen gelenkt wird. So ein bisschen Tai-Chi-mäßig, Alter. Chi steht dabei für Shit. Ich bin auch schon wieder, ich habe schon wieder den Tag gestartet, obwohl mein Handy gesagt hat, ey, Bruder, muss los. Aber es ist interessant, ne? Dadurch, dass was die Monster droppen, so wie ich es jetzt verstanden habe, und es also scheint auf jeden Fall so, die ganzen Drops, die die Monster droppen, sind quasi dann, hier, ne? Hast du gesehen? Das sind dann die Erfahrungsteile, die die Leute bekommen. Dadurch, dass das aber so ein bisschen random ist, was die droppen, würde mich jetzt mal interessieren, ob das einfach nur so gemacht ist, dass manche, manche Punkte weiß sind und grün und blau und golden und so. Weil das ist ja für jeden, der RPGs zockt, mit Loot-System, das sind, ne, was wir gerade hier oben hatten, das sind ja Raritätenfarben. Also grau ist quasi ein Trash-Item, weiß ist quasi ein Common-Item, ne, und so weiter und so fort bis zum Unique. Und mich würde interessieren, ob das halt wirklich random ist, was da droppt und ob die Teile eine Rarität haben, also wie viel EP die Leute dann bekommen. Aber ich glaube, ich denke schon wieder viel zu weit. Hat sich schon gelohnt. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Ich weiß bloß nicht, ob wir es schaffen, 1000 Gold zu machen an einem Tag. Oh, dein Verlies hat einen Stern erreicht. Bekomme ich jetzt was? Bei anderthalb gibt's. Die Eisentür. Also ich finde dafür, dass es so ein kleiner Kack-Dungeon immer noch ist, dafür läuft es doch wirklich gut. 4 Stufe 2 Besucher töten. Gib mir 2 Minuten. Das läuft bei uns, Freunde. Ich bin im Hack-and-Slash-Geschäft. Ich bin Marketing Manager für Incoming Outcomes. Oh, oh, oh. Oh, oh. Zumindest reagiert er noch auf den Kampf. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Siegfried Wolf einfach da in dem Raum stirbt. Was er auch tut. Oh damn!
Wir hätten natürlich Pech, ne? Wenn er jetzt losgeht, der Kriecher ist auch gleich wieder da. Und der Schleim ist dann nach dem Kriecher auch wieder da. John Bauer, kaum noch Energie, hat noch einen Heiltrank. Also es sieht noch nicht ganz schlecht aus für ihn. Aber die Müdigkeit kickt halt auch. Ja, was ist jetzt? Das auf Stufe 1. Freunde. Crazy. ...705 haben wir gemacht. So, jetzt können wir einen Respawner bauen. Eine zweite Chance für wackere Helden. Okay. Das ist schon zu teuer für uns. Das spricht für uns. Freunde. Machen wir so. Okay. Ja, den Raum können wir natürlich dann irgendwann mal ein bisschen schmücken. Aber ich will mich jetzt... eigentlich will ich, aber Freunde, wir sind ja schon lange über der Folge. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Wie es hier weitergeht mit unserem Dungeon, das seht ihr, wenn es hier weitergeht mit unserem Dungeon. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.